Ist es wirklich wahr, dass wenn ich als Mensch sterbe und verbrannt werde, dass ich dann noch, obwohl ich gestorben bin, tatsächlich die Schmerzen des Verbrennens wahrnehmen kann? Wenn ich mich dazu entscheide, mich verbrennen zu lassen, also wenn ich die Bestattungsform des Verbrennens wähle, ist es tatsächlich so, dass ich dann, auch wenn ich gestorben bin, noch Schmerzen empfinde? Ist es so, dass es eine Wartezeit gibt, die wichtig ist, damit ich diese Schmerzen nicht empfinde? Das klären wir jetzt hier. Mein Name ist Susan Freudsheim, ich bin professionelles beweisführendes Medium und habe in mehr als 10 Jahren unzählige Verstorbene durchgegeben, die sich mit ihren Informationen für den Hinterbliebenen beweisen mussten. Als Autorin habe ich bereits mehrere Bücher geschrieben über das Thema Tod, Jenseits, aber auch Jenseitskontakte und Engelkommunikation. Und als Mentorin helfe ich Hinterbliebenen wie dir, die Wahrnehmung ihrer Verstorbenen im Alltag besser zu verstehen. In meinen Ausbildungen lernen sie auch innerhalb der Trauer, wie sie ihrem geliebten verstorbenen Menschen jetzt im feinstofflichen Körper ganz nah sein können. Ich möchte mich an dieser Stelle auch bei allen Kanalabonnenten bedanken für ihre Liebe und Unterstützung in jedem Moment. Danke für eure unzähligen Botschaften und Kommentare, die ihr unter meinen Videos dalasst. Seid sicher, ich lese sie alle, auch wenn ich sie nicht alle beantworten kann. Wenn du Fragen hast, direkt an mich, also jetzt kein Jenseitskontakt, aber Fragen an mich, dann kannst du diese gerne in meiner Facebook-Gruppe einstellen, weil ich dann auch hier in YouTube deine Frage direkt beantworten werde. Immer wieder schreiben mich Menschen an, die fragen, ist es denn wirklich so, dass ich mich verbrennen lassen kann? Und was passiert denn dann mit der Seele, wenn ich verbrannt werde? Spürt die Seele diesen Schmerz des Verbrennens? Wenn ich mir meine Kindheit anschaue, und ich habe ja, wie du weißt, direkt neben dem Friedhof gelebt, dann ist es so, dass es ganz, ganz wenige Urnengräber nur gab. Dann gab es nur das klassische Erdgrab. Und es war den Menschen wichtig, in einem Sarg in der Erde bestattet zu werden. Erst wenn in diesem Erdgrab, zum Beispiel in einem Familiengrab, kein Platz mehr war, aber der Mensch unbedingt dieses Grab wollte und sich zu Lebzeiten schon darüber Gedanken gemacht hat, dann kam das erste Mal die Frage auf, was passiert eigentlich, wenn ich mich verbrennen lasse? Mit diesem, was passiert eigentlich, wenn ich mich verbrennen lasse, kommen auch unfassbar viele Ängste. Meine Familie zum Beispiel hatte die Angst, dass wenn sie verbrannt werden, sie vielleicht in diesem Moment noch mal wie wach werden und merken, dass sie verbrannt werden. Andere Menschen haben Angst, dass die Seele tatsächlich diesen Schmerz spüren könnte. Nun, in diesen Tausenden von Jenseitskontakten habe ich diese Information nie erhalten. Immer sagte der geliebte verstorbene Mensch, dass es okay war, verbrannt zu werden, dass es okay war, eingeäschert zu werden, dass es okay war und dass sie keine Schmerzen empfunden haben. In dem Moment, in dem der Mensch stirbt und der physische Körper hier auf dieser Welt, in dieser Dimension zurückbleibt, trennt sich die Seele vom physischen Körper. Was nicht heißt, dass sie nicht mitbekommt, was passiert, aber einen direkten Zusammenhang, also ein direktes Gefühl für diesen, mit diesem physischen Körper, wie es früher war, als die Seele und dieser Körper noch in Verbindung waren, gibt es danach nicht mehr. Das heißt, du brauchst keine Angst haben, dich verbrennen zu lassen. Du brauchst keine Angst haben vor irgendeiner Bestattungsform oder Art. Wenn wir jetzt mal andere Länder angucken, dann gibt es ja hier auch ganz andere Bestattungsarten oder Beisetzungsarten. Das würde ja bedeuten, dass die Seele in diesem Moment in irgendeiner Form mitbestattet werden würde, wenn sie das alles mitbekommen würde. Also aus meiner Sicht, aus der Sicht der geistigen Welt, das, was sie in unzähligen Jenseitskontakten sagen, ist, dass die Seele sich beim Sterben vom Körper trennt, aber dennoch anwesend ist und natürlich auch alles mitbekommt. Selbst wenn der Bestatter diesen Menschen, diesen physischen Körper, der ja nun ohne Seele ist, weil die Seele quasi wie nebendran steht, vorbereitet, dann bekommt das die Seele mit. Sie bekommen mit, wie und was zur Beerdigung geplant ist. Und auch hier versuchen sie natürlich, uns in jeglicher Form zu unterstützen. Wenn du heute auf die Bestattungsformen, auf die Bestattungsarten schaust, dann finde ich es wunderschön, dass es die Möglichkeiten gibt, zum Beispiel in einem Friedwald
die letzte Ruhe zu finden, also für diesen physischen Körper die letzte Ruhe zu finden. Ich finde es super schön, dass du die Möglichkeit hast, wenn jemand das Meer geliebt hat, eine Urne auf das Meer hinauszubringen und dann diesen physischen Körper, der ja dann durch die Verbrennung in einer Urne ist, der Natur zurückzugeben, ins Meer zurückzugeben, in die Emotion zurückzugeben. Also über diese Form des Verbrennens, des Bestattens, gibt es für uns ganz neue Möglichkeiten, wie wir den geliebten verstorbenen Menschen in oder an diese physische Erde, an diese Dimension wieder zurückgeben können. Und eins noch. Egal, ob der Körper des Menschen, den du so sehr geliebt hast, nun in einem Erdgrab bestattet wurde, egal, ob dieser verbrannt wurde und in einer Urne bestattet wurde, wenn es einen Ort gibt, wie einen Friedwald oder einen Friedhof, wo dein geliebter verstorbener Mensch bestattet wurde, dann zeigen sie immer wieder in den Jenseitskontakten auf, dass sie mit dir dorthin gehen, zu diesem Ort. Dass sie dir auch teilweise gerade an diesem Ort, wo sie bestattet wurden, sehr nah sein können, weil du vielleicht in dem Moment total offen bist. Aber sie zeigen auch auf, dass sie mit dir von diesem Ort wieder mitgehen, und zwar zu dir nach Hause, da wo du lebst. Das ist auch für mich die Erklärung, warum ich, obwohl ich so viele Jahre neben dem Friedhof gewohnt habe, immer das Gefühl hatte, die sind da doch nicht. Nein, sind sie auch nicht. Sie sind natürlich mit uns dort, aber nicht alleine. Die Verstorbenen sitzen nicht auf den Grabsteinen und warten, bis wir kommen, sondern sie gehen mit uns dorthin, aber sie gehen auch mit uns wieder nach Hause. Ich hoffe, dass dir das ein bisschen geholfen hat bei der Entscheidung, wie du deinen physischen Körper hier auf dieser Erde, in dieser Dimension, dann irgendwann bestattet haben möchtest. Es gibt nichts, wovor du Angst haben müsstest. Es ist immer deine Entscheidung. Und jetzt hast du die Chance, bewusst festzulegen, wie du tatsächlich bestattet werden.